Hallo, ich bin der Andi und erkläre euch heute das neue Reaktionsspiel von Amigo, Polar Panic. Und ich habe euch meine Familie mitgebracht. Hi. Hallo. Bei diesem witzigen, actionreichen Spiel müsst ihr möglichst schnell gleiche Meeresbewohner schnappen. Man verteilt alle Karten gleichmäßig auf den Tisch, sodass alle gut drankommen können. Auf den Karten sind Meerestiere abgebildet, zwischen ein und drei Tiere, je nachdem. Wir spielen im Uhrzeigersinn. Wenn man am Zug ist, dann deckt man einfach eine Karte auf. Wichtig ist, immer von sich weg aufdecken, dass die anderen die Karte zuerst sehen, also möglichst schnell rumdrehen. Echt? Wenn, ja, vollkommen richtig. Habt ihr zwei gleiche Meerestiere entdeckt, dann haut ihr blitzschnell auf die Karten. Die gewonnenen Karten werden als Stapel verdeckt vor die Spieler gelegt. Das dürft ihr jetzt gerne machen. Ich war mal wieder zu langsam. So, ich bin dran, ne? Also, es kann passieren, dass durch eine Karte gleich mehrere Paare gebildet werden, wie ihr seht. Wir haben hier den Tintenfisch und die Krabbe, die sind beide hier mit drauf. Ich bekomme zwei Karten. Ich einmal. Du bist dran, ne? Ich bin Aufdecken? dran. Jawohl. Oh, ich nehme. Ein Fischfänger. Sieht man's? Ja. Gut, also ein Fischfänger ist folgendes: Wer den aufdeckt, darf diese Karte als Belohnung zu sich nehmen und es werden alle anderen offenen Fische, Meerestiere verdeckt hingelegt. Also wir haben sozusagen wieder die Startsituation. Übrigens, wenn jemand falsch klopft, kann ja passieren, dass man einen Fehler macht, dann muss man zwei seiner gewonnenen Karten wieder verdeckt in die Tischmitte zurücklegen. Aber hat man ja nicht. Du bist dran, glaube Also, wenn ihr den Eisbären aufdeckt, dann müsst ihr leider, leider eine eurer bereits gewonnenen Karten wieder zurück in die Mitte legen. Der Eisbär, ja, einfach in die Mitte zurücklegen. Super, danke, freut uns. Kannst du gerne nochmal machen. Also, der Eisbär bleibt liegen, der wird rumgedreht. Alle anderen werden auch umgedreht, sodass wir wieder die Eislochkarte oben sehen. Merkt euch gut, wo der Eisbär war, denn wenn ihr ihn nochmal aufdeckt, müsst ihr wieder eine Karte abgeben. Das will keiner. Ja, weiter geht's. Vorbei, wenn nur noch die Eisbergkarte verdeckt auf dem Tisch liegt. Dann gewinnt der Spieler mit den meisten Karten. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wer die meisten Karten hat, ist der Gewinner dieses coolen Actionspiels. Tschüss.